braucht man sich ja dann nur einen Weg zu machen. Also ich kann das mal anfangen, weil da habe ich eine Idee, was das angeht. Ja, und die macht da alles zu. Da brauche ich nur Ranken. Zum Tanken. Nicht immer abreißen. Blödes Spiel. So. Und wir brauchen neue Kisten. Also ich gehe mal erst Ranken suchen, ne? Bin schon dabei. Ja, ich helfe mit. Brett. Ranken und Äste und Rest. Also Holz und Holz und Holz und Holz und Holz und Holz. Danke für den Follow auf jeden Fall. See ya! Ja! Oh, ein Herzchen. Herzchen zurück auf jeden Fall. Na komm. Okay. Was? Kommt der Wolf? Ja, ja. Du holst ihn nicht. Für uns einer. Jetzt hab ich ihn ja. Sag doch mal ruhig. Mann. Du bist ja so, als ob ich nicht imstande wäre, die Situation zu lösen. Mhm, das ist richtig. Oh, ja, sehe ich das nämlich auch. Ja. So, habe ich nämlich direkt noch was zu essen. Den Weg, du musst halt schauen, was du am besten den Weg raufpasst, ne? Ja, ich werde die Treppe quasi von unserem Plateau aus machen. Was? Plateau? Ja, und da, wo das Ende ist, werde ich die Treppe hinbauen und dann von da aus eine Etage höher gehen. Warte, schau mir das mal an, wie du das meinst. Ich komme, ich fliege, ich eile. Wir sehen nicht so viel. Baumstämme brauche ich noch. So, habe ich noch Baumstämme? Wir haben noch Baumstämme, sehr gut. Genau, weil da, also das hätte man ungefähr, da sollte man eigentlich einen Weg machen, gell? So, du kannst ja hingehen und einfach sagen, so, wir bauen hier eine Treppe hin, ne? Oder hier. Ja? Ich würde gar nicht, ich würde eher weiter fahren, meinst du nicht? Ja, dann, wir müssen ja irgendwo stehen können, damit wir hier in den Gang mit Pfeil und Bogen schießen können, weißt du? Ja, ja, nein, ich meine, so, eher so. Ach so. Ja, da kommen wir ja. Ich kann auch, ja, die Treppe seitlich ist halt, da stehen die ganzen Dinger hier im Weg, deswegen hätte es. Da kommen ja diese Bodenplatten, ne? Also oben, also die Decken. Deckenplatten, die kommen ja bis daher, wo ich stehe, ne? Ja. Und von da, da wo ich jetzt stehe, eine Treppe rauf. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich. Das wäre ja so. Aber dann hast du ja die eine Werkbank im Weg. Und die ist schon ausgebaut. Deswegen. Ja, und was ist, wenn wir das Küchenteil einfach woanders hinstellen? Das Küchenteil ist ja nicht im Weg. Also entweder muss das Teil hier weg. Schon, das wird ja nur ausgebaut. Das ist dann schon im Weg. Wir laufen aber wenig Tiere, um mal zu sammeln. Aber egal, mach. Ich mach's mal so. Achso, vor mir steht vor der Treppe. Stehst direkt an der Treppe, genau. Vorne an der Treppe. Es ist ja normal die Theke, aber ich mach mal Treppe. Vorne an der Treppe steht der liebe Max. Vorne an der Treppe. Da macht er ganz schön viel Quatsch. Holz und Holzbretter brauchen wir, okay. Vorne an der Treppe. Also, ich gehe jetzt am Weiterfahren. Achso, Gläschen, nein. Ich gehe noch schön kochen. Schauen wir mal. Da geht er kochen. Und an der Treppe. Da atmet er wie ein Rochen. So, hatten wir den Stoff. Achso. Wir haben keinen Stoff, doch wir haben Stoff. Ich wollte sagen. Ich glaube schon, dass wir Stoff haben. Apropos, für diese Nacht habe ich noch gar keinen Stoff geholt. Stopp.
Das klingt jetzt sehr merkwürdig, wenn du sagst, für diese Nacht habe ich noch gar keinen Stoff geholt. Max, kein Alkohol, aber so. Okay, okay. Saufen tut er nichts. Ja, aber Stoff will er haben. Aber Stoff, oder? Na gut. Brauch ich den? Der Max, der macht Sachen, hey. Also wenn ihr euch da diese Viecher holt, dann bitte auch die Falle auffüllen. Viecher holen, Falle auffüllen. Ja, ich hatte keine Samen dabei, sorry. Sonst hätte ich es natürlich gemacht, Max. Ja, ich hab so, tak, tak, tak. So, dann sind wir schon mal hier oben. Ich muss jetzt noch spammen, okay. Nutzt nichts. Ja, lauf, Forest, lauf. Ja, mach ich ja. Achso. Dann mach ich ja. Ist ein Bär hinter mir her. Nicht schon wieder, oder? Ja, klar. Aber ich bin fast tot. Okay, was tust du? Jetzt hat er mich gekriegt. Wirklich? Ja, stopp. Ja, ich war ja fast tot. Weit weg? Ja, weit, weit weg. Was war denn das Ding, was man als Gitter aufrüsten konnte? War das der normale Boden? Entschuldige, was? Ja, das war der normale Boden. Das war der normale Boden? Das war die Brücke, ne? Achso, Moment. Für die Decke? Oben ja. Na, da würde ich den normalen Boden nehmen, weil oben braucht man keine Brücke. Doch, sonst können wir doch da drunter nicht befüllen. Na, bei der Base meinst du jetzt, wo diese Kisten stehen von uns, oder? Ja, da nicht. Nee. Ich meine, ich bin ja schon über die erste Falle drüber. Befallen. Brücke. Also, ja, aber das geht nicht mehr anscheinend. Also, jede Falle kann man nicht mehr befüllen. Warum mache ich das dann gerade? Weil wir sowieso einen Weg brauchen. Aber machen wir das schon oder nicht? Das passt schon so. Okay. Ich war jetzt nur ein bisschen verwirrt. Echt? Ein bisschen, ja. Warum finde ich jetzt die ganzen Vögel, wo vorher kein Vögel waren? Die wollen die ärgern. Die haben das gehört. Ja, jede 5 Meter ist ein Vogel. Wir wissen genau, dass du jetzt keine Waffen hast und dass du gefährlich bist. Snappt er denn nicht mehr? So, Snap. Bist du blöd hier? Snap. Wenn er nicht snappt, dann brauchst du wahrscheinlich eine Ding. Ah, jetzt macht das. Unten noch so ein Ding. Ja, ich hab ein Ding unten, keine Sorge. Aber danke, dass du drüber nachdenkst. Bitteschön. Ja, finde ich gut. Danke. Würde nicht jeder darüber nachdenken. So, ich brauche noch 4 Bretter. Obwohl es mich auch auf der anderen Seite ein bisschen Sorgen macht, dass du dir so Gedanken machst, so Schweinige. Ja. So. Bisschen. Da waren jetzt ganz viele Vögel. Das heißt also, wenn ich jetzt da runtergehe, müssen sie ja da sein. Ja, also wenn du das jetzt wieder hast, also dein Ding. Mein Ding habe ich, ja. Ja, ich sag's euch doch. So, seit ich Ding sagen kann, kann ich alles beim Namen nennen. Supi. So, der Weg oben rum ist fertig. Ich muss jetzt nur noch upgraden. Ja, das kostet. Das Upgraden kostet. Da brauche ich 8 Stein, 3 Beton pro Element. Interessant. Im selben Weg gelaufen wie eben. Keine Vögel mehr da. Keine Vögel mehr da. Jetzt bist du bewaffnet, oder? Ja. Ja, das wissen sie. Das war ja nicht blöd. Ich denke, dass sie jetzt gerade Vögel sind. Wir reden sie zusammen. Die Vögel. Na klar, die wissen ganz genau. Ah, der kommt mit Waffe weg. Ja. Mit Waffe. Mit Waffe in der Hose. Oh. Die Vögel. Ah, Beton brauchte ich doch noch. Schick. Beton, habe ich noch was? Du Ente,
Ich hab dich verarscht. Oh, Stahlstangen brauche ich jetzt. Oh wei. Mhm. Ist irgendwer von euch Eisenerzfarmen? Ja, ich. Erlehr, du auch? Was machst du? Bäume hacken. Wie viel hast du schon? Eins, zwei, drei, vier Stacks, fünf Stacks Baumstämme. Ah, 99er, der wie viel? 20er, zwei, vier, sechs. Also haben wir 100. Ja, 100. Ach, wunderbar. Wir sollten. Ich spiele gerade auf der Flasche oder was? Ich spiele gerade an mir. Wir haben schon gesagt. Der Mann spielt gerade an seiner Flöte. Ich gebe zu, das ist schon befremdend, sowas im Hintergrund zu haben. Oh Gott, ey. Ich weiß es nicht. Shades of Grey. Genau, Shades of Grey. Ja, eben, kann ja sein. Ich glaube nicht, dass Mama sowas mit Carina guckt. Das ist ein Lernfilm. Das ist ein Lernfilm, genau. Boah, das ist echt der albernste Film überhaupt, ey. Was denn ferner? Shades of Grey. Der ist so schlecht. Das ist echt... Shades of Grey, oder was? Ja, ja, der ist so lustig. Das ist ein Frauenfilm. Na. Ja, aber gerade Frauen gucken ihn ja komischerweise, ne? Von dem rede ich ja. Das ist ein Frauenfilm. Aber warum gucken Frauen einen Film, wo jemand geschlagen wird? Das ist für mich befremdend. Nee, das geht nicht. Da geht es um dieses Soft, um dieses Begehrt werden und so weiter. Das wollen sie an. Ja, schon, aber letztendlich wird sie kräftig auf dem Popo versohlt. Naja, das braucht's halt, wie jede Frau. Verstehst du das nicht? Das wollen wir jetzt mal wegpiepsen, ja? Also bitte, jetzt. Das hat er gerade im Scherz gesagt, ja? Das meinte er nicht. Das meinte er nicht wörtlich. Ich bin ja kein Chauvinist. Also es gibt wieder ganz böse Nachrichten, ne? Also ganz böse Kommentare hier. Ich weiß nicht, ob die Dani noch zuschaut, aber ich glaube, die ist gerade zu angestrengt an Schlafen wahrscheinlich auf dem Sofa, gerade neben Sobo, dass sie es nicht geschafft hat, zur Tastatur zu laufen, um den entsprechenden Kommentar dazu zu schreiben. Du, jetzt ist mir gerade ein Zombie bei mir vorbeigeritt mit einem Turbo, also circa 2 Meter. Okay. Ja, keine Ahnung, was der da hat wieder. Mit dem Turbo. Und dann hat er noch 20 Meter umgedreht und ist wieder auf mich zugekommen. Alter, die sind stärker geworden. Wir spielen ja auf schwer, das ist ja nun mal. Also wir haben noch nicht. Wir haben ja noch keine vernünftigen Waffen, muss man ja einfach so sagen. Nein, die waren in der ersten noch nicht so stark. Stahl, genau. Ich wollte Stahlstangen. Wo kann ich Stahlstangen machen? Na, 200 Pfeile. Okay. Ja, besser als keine. Echt jetzt? Pass auf, ich habe jetzt 52, jetzt hebe ich die Pfeile auf, die eine genommen hat. 52, 65, 13 Pfeile für so einen normalen Zombie. Ja, ist normal. Ist halt ein normaler Zombie, verstehst du? Oder ich könnte es zur D-Horde. Nee. Jetzt machen wir Schwache, bist du narrisch. Nee, narrisch bin ich noch nicht, aber danke der Nachfrage. Mir fehlt genau. Ah nee, da sind ja noch. Okay, dann brauche ich noch 7 Nägel. Also ich krieg's wirklich hin, die 3 Gitter aufzurüsten. So viel Material haben wir doch schon. Ja, ich komme auch noch mit Eisen jetzt gleich. Aber trotzdem sollten wir uns Gedanken machen, wie wir den nochmal verlängern. Ja, klar. Ich glaube, die schaffen wir schon.
Ich denke, es sind zu wenig Fallen. Wenn die ordentlich sagen wir mal, befüllt werden, dann glaube ich nicht, dass ja, das war das Problem, ja. Wir kriegen ja gar nicht richtig gefüllt. Eben. Ich sage doch, wenn wir es ordentlich befüllen, dann dürfte das kein Problem sein. Okay. Wir versohlen uns gerade. Sobo schreibt gerade, sie versohlen sich gerade. Ja, siehst du, so sieht es in den normalen deutschen Haushalten ja nun mal aus. Das also, ist ja nun mal so. Ganz normal. Ja, die Reaktion erwartete ich eigentlich viel mehr auf dieses, das ist doch normal. Ja, Frauen erwarten das ja, ne? So, Frauen wollen das ja, so ein bisschen. Frauen brauchen das. Ja, ja. Manchmal, aber nur manchmal. Und ein kleines bisschen haue gern. Ja, aber nur ein kleines bisschen. Ja. Ja. Ich habe ja. So wie der Max das gerade sagt, habe ich das Gefühl, dass er der Überzeugung ist, dass das schon die Regel ist gerade. Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass es wirklich so, dass du da so ein bisschen denkst, das ist, oh ja, genau, ein kleines bisschen. Das haue. Ist so in der Regel. Weißt du, so. Es klingt so ein bisschen danach. Chauvinistisch. Nee, wieso? Das hat ja mit Chauvinismus zu tun. Das ist ja SM halb, ne? So weit. Ja, so weit will ich auch nicht gehen. Aber, naja, ein bisschen. Ja, was denn jetzt? Also, ich hatte einen Arbeitskollege, der stand da auch drauf. Wirklich? Naja. Ja, wirklich. Das war... Ich halte es lieber so wie Nietzsche. Ich meine... Wenn man das mit der Ehefrau zu gemein hat, ich meine. Ja. Verstehen tue ich es nicht, aber ich muss es ja auch nicht verstehen, oder? Ich muss es nicht verstehen. So, ich überlege gerade, was ich noch machen könnte. So, ich könnte theoretisch The Way of Torture, könnte ich ja hier in diese Richtung. Ach, da liegt noch Material. Was wichtig wäre, aufrüsten. Aufrüstung auf. Jetzt ist ja schon alles auf Stein. Liegt da eine Kiste? Liegt der Kiste. Aber da ist jetzt schon hier ein Fundament auf 65 runter. Ja, ich glaube nicht, dass alles aufgerüstet ist. Hallo? Da ist alles auf Stein. Also die Wände nicht, aber... Freunde, da liegt eine Kiste. Wem gehört eine Kiste? Das also ich habe noch zwei Totenschädel bei mir auf dem Screen. Warte, ja, du hast recht, ich sollte mal einsammeln gehen. Santo, dann Molotow, ein Beil. Wer verwenden Beile bei uns? Ah, das bin ich. Ja, da. Der 54 Forschungsmaterial. Wieder weg hier. Da, komm her. Da, wo ich bin, da ist der Kiste. Ist wo ich cool. bin. Wo ich bin, ist ein Beil. Man sieht die Namen aber auch weiter jetzt. Brauchst du Hilfe? Hoffe nicht. Na gut, wenn ich auch einmal trifft, dann bin ich tot. Bei Mama. Aber ich suche gerade so einen geilen Baum, wo ich zwischendurch laufen kann, wo er hängen bleibt. Achso, einen geilen Baum suchst du, du kleine Sau. Soll der Baum auch zurückschlagen? Oh, er ist gar nicht so dumm. Der läuft sogar dran vorbei mittlerweile. Früher blieb der dran hängen. Wer? Ja, der Bär. Wo blieb er hängen? Im Baum. Okay. Wenn du zwei Bäume aber dafür, hast oder so. Aber... Der darf ja gar nicht mehr verfolgen. Der ist schon mehr getroffen, der Sack. Der darf ja gar nicht mehr verfolgen, oder? Doch. Ich frag mich ernsthaft, wo meine Kiste hier ist. Also hier zeigt er mir definitiv eine Kiste an. Aber ich sehe sie nicht. Ist wahrscheinlich unter dem Fundament gerutscht. Mhm. Du weißt ja, mit dem Mausrad kannst du ja durchscrollen. Vielleicht findest du es. Nee, er nimmt es nicht, ne. Ha! Ja, was ist da drinnen in der Kiste? Keine Ahnung. Ja, dann los. Ha, wir fast reingelaufen. Eins, zwei, drei.
Alia, wie viel Steaks hast du jetzt? Ich hole mal Stein und fange mal an zu reparieren. Ja. 8, 2, 4, 6, 8, ja. Ja, reicht. Jetzt haben wir bei ihr Bass 7. Haben wir 15, sind 300 Bäume. Damit kommen wir schon ein Zeitl aus. Damit können wir die Base aufbauen. Wir brauchen jetzt Stein. Also die Steine farmen. Kommen wir mal zurück, dass wir die dann banken. Weil ich laufe jetzt dann auch zurück. Ah, Forschungsmaterial gefunden. Auch gut. Weil dann können wir ein bisschen weiter bauen. Weil da müssen wir ja Blätter und so Zeugs müssen wir ja alles gekriegt haben dadurch, ne? Das ist schon mal ganz gut. Ja, ich hab allerdings nur 90 Äste. Ja, da müssen wir, also mein Inventar ist voll super. Für die Äste, pass auf, ich habe auch nur 70. Um das geht's nicht. Da müssen wir diese Ding farmen, ne? Sag. Was für ein Ding? Diese Büsche. Da kriegst du aber mittlerweile auch nicht immer Äste raus. Nein, das war aber, glaube ich, schon immer so. Ja, es war immer schon so, aber es nutzt nichts. Wenn du nichts kriegst, kriegst du nichts, ne? Eben. Aber irgendwie müssen wir da mal. Auf der müssen wir. Machen wir dazu, da machen wir zu. Da machen wir. Ja, zu, gell? Snap it, baby, snap it. Aber wie gesagt, wenn du früher zwischen zwei schmalen Bäume gelaufen bist, dann blieb der dazwischen hängen. Okay. Dann kriegst du den Bär ganz einfach. Geil. Ja, das haben wir ja mal dazu gelernt, gell? Ja, haben wir den Bären in einen sogenannten Umleitungskurs geschickt. Wir haben das gesehen. Ja, das klar. Ja. Wann ist er schuld, dass das nicht mehr funktioniert? Ja, sorry. Ja, hier ist tatsächlich noch ein Holzfundament. Also wenn noch hier einer upgraden muss hier, da gibt es ja den Punkt der Mission. Hier ist your chance. Hat der Ranken? Haben wir Ranken irgendwo in einer Kiste? Keine Ahnung. Da muss ich passen, das weiß ich nicht. Äste haben wir, Gott sei Dank. Papa. Das erste Fundament hatte sogar schon nur noch 18. Alia, hast du schon Link geholt? Forschungsmaterial? Nein. Dirk, du? Nein. Okay. Muss ich schon. Ich hab schon. Es sind 150 Forschungsmaterial für euch in der Kiste. In der ersten. Ja, ich hatte schon welches genommen, also von daher könnt ja, ihr könnt es unter euch beiden verteilen. Ich hab's auch. Scheiße, wir haben in die Kisten. So, was brauche ich denn für eine Falle zu bauen? Ein Felsbrocken, okay. Genau drei Eisen. Das ist ja unglaublich. Ich bringe jetzt wieder Eisen mit. Wirklich, super. Weil ich baue jetzt so irgendwo, ich brauche nur irgendwo eine Kiste. Achso, nein, das mache ich jetzt anders. Das tue ich jetzt anders machen tun. Tun lassen an seinen lassen. Und anders, ganz anders. Und ein paar Vögel. Was du? Bah. Also Seile, ich brauche Seile. Ich habe keine. Was brauche ich für Seile? Kranken. Hat keine Ranken. So. Guck mal, ob ich noch eine Fallmaschine herstellen kann. Wo fällt die Maschine? Hat wer Ranken? Nee. Ja, in der Kiste.
Welcher? Erste? Zweite. Okay. Achso. Weil die sind immer doch. Oh, pass auf. Das machen wir jetzt ganz speziell.